Wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Wie man sieht, bin nicht in meinem Fahrzeug unterwegs. Autospiegel. Ich fahre heute mal wieder Kipper. Sorry, wird heute mit Filmen wird's wieder grausam werden. Muss ich erst mal gucken. Ich will gerade Telefon. Mache ich das hier? Verbinden. Alter, da sind ein paar drin. Guck mal. Dass ich wenigstens mein Geschäftshandy hier verbunden habe. Da sind wir doch. Sind wir jetzt verbunden, ja? Scheint so. Ja, jetzt fahre ich rüber nach Sembach, lade dort Beton, dann fahre ich nach Rockenhausen und dann wieder weiter nach Meisenheim, dort dann Aushub laden oder ich lade Beton Recycling wieder für hoch nach Sembach. So, bin in Rockenhausen. Gucke, wo der Apparat, wo hat denn der die Liftachse? Will jetzt hier nicht beladen rumziehen. Ah, ich glaube, irgendwo da. Ha? Wie ist das? Oder ist das nicht? Ja, sieht man so aus. Sieht nicht so aus, als ging die Liftachse hoch. Ne? Da hinten kippe ich jetzt dazu. Drehen und dann rückwärts hinfahren. Überfahren habe ich dann den Rest vom Tag gemacht, oder beziehungsweise den ganzen Tag. Betonaufbruch von Sembach hoch nach Rockenhausen und von Rockenhausen dann gebrochenen Beton wieder zurück nach Sembach gefahren. Am Folgetag donnerstags bin ich mit meinem Fiax-Tieflader los und habe für einen Kunden eine R946 gefahren. Von Roth bei Stromberg hoch nach Emmelshausen. Danach habe ich dann umgesattelt und von Landstuhl vom Heliport, eine Einrichtung der US Armee, Betonteile gefahren. Die haben so zwischen 5 und 13 Tonnen gewogen. Das habe ich dann donnerstags und freitags gemacht, den ganzen Tag. Zeige ich euch jetzt gleich noch, wie ich die in Rockenhausen dann ab
abgeladen habe mit dem Stapler, aber mehr ist eigentlich nicht zeigenswert. Genau, ich könnte brechen. Ich weiß nicht, ob ich das... Seht ihr da vorne den Betonstütz liegen, der erste hier vorne. Ich habe natürlich rechts zu dritt geschossen. Ne? Hier rückwärts rein. Ah, Katastrophe. So, bin wieder in Ruckerhause. Das ist der Apparat, mit dem lade ich den Kram jetzt ab hier. Also ein Stück zurück. Zwei Stücke laden. Ich muss jetzt mal gucken gleich, was ich mir da abgerannt habe. Ob ich was abgerannt habe oder ob ich nur gekracht hat. Schauen wir mal. So. Sorry. Ich weiß nicht, ob man was erkennt. Ich hoffe es. Jetzt 9 Tonnen. Thank you.
Himmel, das hat nicht so gepasst. Ich musste wieder stückeln mit zwei Kette. Mache ich jetzt erstmal los alles und dann gucken. Das hier vorne hat 9, glaube ich. Vorne das erste Stück hat, nee, das hier hat 14 Tonnen. Das hier hat 14 Tonnen. Ich hoffe, dass der Stapler das hebt.
Thank you.
Ja. Hab das fast gar nicht gut, ich stehe sehr weit hin. NFH 7. Ja. Gut eine Tonne pro Achse drüber. Wie gesagt, schon öfter gemacht, ein paar hundert Meter umgesetzt. Ja. Badenheim. Da steht A29. Kamera leider vorne jetzt seit. Ich habe vorhin nicht dran gedacht. Hier sind wir quasi schon. Da drüben die Ortschaft, das ist Badenheim. Ja, machen wir mal hin, gucken mal, wie es da aussieht. Hat's mich gebeutelt. So, sorry, haben hier außerhalb vom Ort, haben wir jetzt den Bagger geladen. Gehen wir jetzt zusammen und dann Bagger geht mit nach Hause. Bagger geladen, ich habe jetzt keine Ahnung, komme ich da vorne raus, komme ich da vorne ums Eck oder nicht. Aber ich sehe, dass hier vorne ein Sportplatz wäre. Oh, Alter, brutal. Mal Fernbedienung hier. Kurz vorm Explodieren. Achso, könnte ich mal gucken, ob ich hier vorne rauskäme, oder? Also hier ist der Sportplatz. Das sieht eigentlich recht breit aus. Vorne die Kreuzung. Sehe ich gleich.
Zu Hause. Na komm, bleib stehen. Hallo. Super. Bin im Hof. Die Backe steht hier vorne. Morgen werde ich wohl Kipper fahren. Übermorgen fahre ich dann wieder Tieflade. Übermorgen fahren wir unser 946 von Bomholder hin, von der Kaserne, nach in der Nähe von Wiesbaden, Deponiewiege. Gegen der Halle reist er dort weg. Da riecht es nicht so gut dort. Da läufst du draußen herum und hast, also das letzte Mal war es so, hast Tränen in den Augen, weil du ständig versuchst zu. Ist nicht schön da. Vielleicht ist es jetzt anders. Keine Ahnung. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht hole ich auch erst noch die beiden Maschinen, die da unten bei unserem Nachbar stehen. Und fahre dann Kipper mit. Das weiß ich noch nicht. Sehen wir morgen früh. Bis denn. Dann sollen wir Schluss machen. Morgen Kippe, Donnerstag die Backe. Freitag bin ich noch bis 12 Uhr hier. Das Auto wird um 14 Uhr geholt. Ich sag's jetzt einfach mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hoffe ich doch. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis dann. Danke fürs Zusehen. Tschüss.